noch ein bisschen was davon. Der sieht schon ganz gut aus. Wenn man den so genau durchsucht, dann sieht man, das ist wahrscheinlich Petersilie. Das ist natürlich auch saisonal und hoffentlich auch regional. Webdiener, ja, das sind wir. So, jetzt sind wir hier beim Abendessen. Es gibt einen grünen Salat. Der grüne Salat ist mit Kräutern gemacht. Da nehme ich mir mal so ein Schippchen von raus, nicht zu viel. Vielleicht noch ein bisschen was davon. Der sieht schon ganz gut aus. Wenn man den so genau durchsucht, dann sieht man, das ist wahrscheinlich Petersilie. Das ist natürlich auch saisonal und hoffentlich auch regional. Dazu gibt es Fleisch und Wurst. Das nehme ich jetzt nicht. Aber wir gehen mal darüber. Das sind jetzt so die Standard-Kartoffeltaschen, die kriegt man beim Hofrost im 12er-Pack für 4,99 €. Aber ich nehme an, die haben die natürlich hier selber gemacht. Die sind leider etwas durch, der Bauch platzt schon auf und eitert ein wenig raus. Aber das macht nichts, ist natürlich trotzdem gut. Ich nehme einfach mal zwei, weil ich habe ja bisher nur im Bus zwei Eier gehabt. So, ich denke, man wird hier jetzt auch noch Käse, Brot und Butter. Auch als erstes das doch mal ein ganz gutes Essen. Und was wahrscheinlich nicht fehlen darf, wenn man schön in der Jugendherberge ist, der leckere rote Jugendherbergstee. Wir wissen nicht, ich sage Butter ist irgendwas anderes in diesem Sinne. Drei, vier. Webdiener, Webdiener, ja, das sind wir. Ah, nee, ich war falsch, Moment.